Und damit, Mann, moin moin, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Resident Evil Code Veronica X HD. Mensch, hoffentlich habe ich das angespeedet, aber ich glaube schon. Steingutvase nehmen, ja gut, machen wir. Das war jetzt mehr so ein Trial and Error. Was mache ich jetzt mit der Vase? Aber letzten Endes haben wir die Vase bekommen. Yay, Steingutvase. Oh. Es scheint etwas darin zu sein. Eine Ameisenkönigin-Figur war in der Vase. Und die ist jetzt einfach nur Rot-Rubin. Okay. Cool. Ja, fein. Dann haben wir jetzt die rote Ameisenkönigin, von der ich ja glaube schon zu wissen, wo ich sie einsetzen muss. Also ich weiß, wo ich sie einsetzen muss. Ich muss nur den Weg dahin wiederfinden. Aber das war, glaube ich, gar nicht so schwierig. Und dann müssten wir da ja quasi diese Spieluhr öffnen können. Wo war denn das da oben, ne? Die Spieluhr öffnen können. Dann diese, ich sag mal, Schallplatte, auch wenn es was anderes ist, da rausnehmen, in die reinpacken, in die blaue reinpacken. Mensch, das ist aber umständlich. Und was dann passiert, weiß ich nicht. Vielleicht geht dann da auch das Bett hoch oder runter oder irgendwas Komisches passiert. Wer weiß das schon so genau. Mensch. Ah, ja. Ja, oh, was? Ein Nörbisch, das ist nicht gut. Das ist nicht effektiv, mein Freund. Ah, so eine Kacke. Will die nicht für die benutzen. So ein Scheiß. Wo kommen denn da auf einmal so viele Zombies her? Das ist doch Quatsch, die waren doch vorher nicht da. Oh shit, die habe ich ganz vergessen. Okay, ich bin dran vorbei, aber ich... Was? In den Rücken geschossen. Boah, woher kenne ich das Geräusch? Boah, warte mal, warte mal. Da sind sowieso einige Geräusche, die mir bekannt vorkommen in diesem Spiel. Aus anderen Spielen allerdings. In dem einen Lockerraum, in der einen Umkleide, da ist so ein Quietschen. Das kenne ich irgendwie aus Rayman 2. Was mir aber, glaube ich, auch nur aufgefallen ist, weil ich es neulich mal mit meinem Cousin nochmal wieder gespielt hatte auf dem N64. Alter Schwede, das war so ein krasser Flashback, weil... Also allein die Geräusche, da waren so... Boah, das war... Nur von den Tönen, die man da so gehört hat, haben wir so richtige Flashbacks bekommen. Und zwar wir beide. Das war das Geniale daran, weil eigentlich bin ich immer dafür bekannt, dass ich von sowas... irgendwie beeinflusst werde oder so. Aber selbst mein Cousin saß daneben und meinte, Alter, das ist gerade echt so, einfach mal so 12, 15 Jahre zurück katapultiert. Hat dann auch ein Video gemacht, das seiner Schwester, meiner Cousine geschickt. Also es war schon, Rayman 2 ist schon eine krasse Erinnerung an das Ding. Eine Spieluhrenplatte. Die Spieluhrenplatte nehmen, jo. Und das Ding ist, vor allem hatten wir daran eigentlich Erinnerungen. Also dieses Spiel ist für uns quasi so einprägsam, weil wir nicht speichern konnten damals. Auf dem N64 musste man ja noch mit Memory Card speichern und mein Cousin hatte damals keine Memory Card. Also er hatte den N64 damals und ich war immer dann drüben beim Zocken bei ihm. Und wir konnten halt nie speichern.
Das heißt, wir haben immer entweder die Konsole komplett angelassen, was die Eltern natürlich nicht so gerne gesehen haben. Und dann wurde das Ding einfach mal öfter mal ausgemacht. Und dementsprechend haben wir den Anfang immer wieder gemacht. Und dementsprechend war das auch flashig. Als wir das dann mal wieder reingeschmissen hatten, ja. Die leider hochklettern, ja bitte. Also Rayman 2, krasses Teil. Wie hieß es? The Escape oder was? The Great Escape, genau. Auf dem N64. What? Scheiße, wieso ist denn jetzt hier ein Karussell? Warum ist hier eine riesige Ameise an der Wand? Das Gemälde einer Ameise. Am Mund ist ein Loch. Schön. Oh Gott. Die Ashford's Forts sind so ein bisschen durch, kann das sein? Scheinbar eine Szene aus einem Märchen. Nichts Ungewöhnliches. Nö, nö, es wird nichts Ungewöhnliches. Was ist das? So ein halber Torso? Was ist denn? Oh, ist noch eine andere Spieluhr? Macht sie nix. Okay. Eine Libelle. Silberne Libelle. Okay. Muss ich dem Viech jetzt die Flügel rausreißen? Die können tatsächlich abgenommen werden. Ja, mach mal. Die Libellenflügel wurden abgetrennt. War das eben auch schon grün? Das war doch eben anders gefärbt, oder? Was ist das, Alter? Libellenfigur, die zurzeit keine Flügel hat. Zurzeit keine Flügel. Ja, da war jetzt. Also, ja, jetzt. Hat zurzeit keine Flügel. Hm. Ey, whatever floats your boat, wie die Franzosen sagen. Hier ist schon wieder ein Klavier. Sehr, sehr. Ne, ich würde nicht alles. Hier ist nichts wirklich. Soll ich die jetzt da reinstecken? Tatsächlich. What? Was? Das hat vom... Ah, okay, jetzt guck mal, wenn ich die andere Leiter da jetzt runterkletter, müsste ich dann ja auch wieder in dem anderen Schlafzimmer runterkommen. Das hat so von dem Weirdness-Faktor gerade so ein bisschen was von Silent Hill, finde ich, oder? Oder liegt das nur daran, dass ich dieses scheiß Karussell sehe und denke, oh, Silent Hill 3 war das, glaube ich, ne? Zeitungsausschnitt. Ein 10-jähriges Wunderkind schaffte sein Examen als Jahrgangsbester. Beste einer angesehenen Universität. Der international tätige Chemiekonzern Umbrella Chemical bot dem Mädchen darauf eine Stellung als Forschungsleiterin an. Klar, kennt man mit 10 Jahren. Ist egal, wie alt das Kind ist. Wenn es clever ist, wird es erstmal ein Leitungsvorstand. What? Da kann ich nichts machen, oder? Ist das eine Inventarbox? Nee. Kleine Geräte, nichts davon ist nützlich. Okay. Insektenpräparate sind ordentlich ausgestellt. Ausrufezeichen. Okay. Oh shit, 3 Stück. Eins hätte völlig gereicht, Leute. Bitte schalten wir das System nicht aus. Oh, guck mal, ich kann tatsächlich weiterspeichern. Scheiße. Okay, egal. Ich würde schon hingehauen haben, die ersten Aufnahmen. Arbeitszimmer, okay. Mit ein bisschen Fantasie. So, und ich habe gesehen, da oben drauf war was Grünes. Ein Buch oder was? Alfreds Memo. Meine Schwester Alexia ist ein Genie und dabei von überirdischer Schönheit. Sie bedeutet mir alles. Ich würde für sie jedes Hindernis aus dem Weg räumen und sogar mein Leben opfern. Für Alexia muss und werde ich den glorreichen Namen der Ashfords wieder aufleben lassen, der zu Zeiten meines Vaters Alexander entehrt worden ist.
Zusammen werden wir die Ehre der Familie wiederherstellen. Sobald das erreicht ist, werde ich einen Palast errichten, in dem sich nur Edelleute treffen dürfen. Du bist ja ein scheiße Typ. Ich kann diesen ungewaschenen... Was? Ich kann diesen ungewaschenen nicht gestatten. Okay. Meine geliebte Alexia, der ich mein Leben gewidmet habe, zu sehen. Sie herrscht als Königin über die Welt und ich bin ihr Diener. Vor allem bist du ganz schön krank, Alter. Das ist mein Traum. Und wie süß wird seine Erfüllung sein. Wenn ich das erreiche, wird es der Beweis meiner Liebe zu Alexia sein. Das ist der Zweck meines Daseins. Alle anderen Leute sind völlig unwichtig und werden schon bald vor Alexia und mir das Knie beugen und sich im Staub winden. Meiner geliebten Alexia gewidmet von Alfred Ashford. Typ, du hast echt ein krasses Problem. Was ist das jetzt schon wieder für ein Teil? Luftwaffenausweis. Alter. Okay, jetzt habe ich drei so eine Dinger. Hier noch irgendwas drauf, ne? Hatten wir irgendwo mal was, wo man diese... Hatten wir mal irgendwo was, wo man das reinpacken konnte? Warte mal, war das da oben nicht zugemauert? Egal. Gut, und du? Und nu? Nu habe ich doch eigentlich... Aha. Herr Redfield, hold it right there. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford, for the pride of the Ashford family. Schau's mir hin. I will kill you. Wait! What's going on? What? Steve! Hör mal auf! A secret door! After her! Are you okay? Of course. I'm fine. It's just a scratch. Das eskaliert ja alles schon wieder so krass, Alter. Was ist denn da bloß los? Bam, 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 bam. Oh Gott. So viel zu deinem Scratch, wa? Steve untersucht den Raum ausführlich. Er sollte den Raum auch genauer... Ich sollte den Raum auch genauer durchsuchen. What the... Also ich hätte jetzt eher gesagt, er stützt sich da ab, weil er verletzt ist. Aber okay. Und wieso liegt hier... Was zum... Was ist denn... Nee. Nee, 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 komm. Nein. What? No! Wait a second. What just happened? So there never was an Alexia after all. You mean... He thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been That freak! Activated. He's trying to blow us up along All with the entire facility. Evacuate. Come on, we gotta get to that airport. Right. Das ist ja das beste Spiel der Welt. Denkt? Hä, aber dann, wie kann denn dann dieser Film entstanden sein? Und vor allem hat er doch vorhin, oder sie hat doch vorhin hier mit ihm Wo kommt Steve? Was? Das ist ja großartig. Jungs, ihr geht gleich alles in die Luft, ihr müsst euch verpissen. Ich finde, das ist ja krass. Das finde ich irgendwie ganz gut gerade alles.
dann kommt der Double Twist am Ende. Alexia gibt es doch noch, aber als Zombie oder so. Aber er will das nicht wahrhaben. Wie hieß er denn nochmal? Weiß ich schon gar nicht mehr. Und wieso ist Steve so schnell? Warum rennen wir denn nicht zusammen hier lang, Mann? Ich weiß doch nicht mal, wie ich zum Flughafen kommen soll. Und wieso gibt's keinen Timer? Wo ist der Raketenwerfer? Wo ist der Heli? Warum, wo ist hier auf einmal so ein rotes Rundumlicht? Warum hänge ich fest? Das ist ja großartig. Wieso hat mir das denn keiner vorher gesagt, dass das Spiel irgendwie so ein bisschen anders ist als die üblichen Resident Evil Teile? Herrlich. Vielleicht ist auch Wesker eigentlich Alexia. Und hat sich umoperieren lassen. Alexia ist eigentlich... Nee, das wäre Quatsch. Claire. Das wäre auch albern. Ja, was geht ab? Those must be the remaining survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. All personnel evacuate immediately. We gotta get to that airport. Alter, das ist unser. Das ist unser Plan seit 3 Minuten oder so. Ich mag, wie die einfach in den alten Spielen so einfach so rumstehen und darauf warten, dass sie wieder benutzt werden. Also die Figuren jetzt so als ne? So. Oh nein! Steve ist um die Ecke gelaufen und ich sehe ihn nicht mehr. Was ist wohl mit ihm passiert? Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Sieht gut aus. Na, was fehlt? Oh nein! Oh nein! Damit wäre auch die Frage beantwortet, wo man diese 3 Teile braucht. Scheiße, wo haben wir denn hier mal eine Kiste? Wie, hier direkt neben ihm? Speicherpunkt. Türkis ist Itembox. Oh nee, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Leute. Das ist doch nicht wahr. Ah, nein. Hier ist keine Kiste. Hier ist, das kann doch nicht, das ist doch scheiße, Leute. Wieso macht man denn sowas? Das ist doch mega kacke. Ja, sorry, Leute. Dann muss ich jetzt nochmal zurückrennen und zu einer Kiste, um das letzte scheiß Emblem zu holen. Woher soll ich denn das wissen? Das ist ja mega kacke. Ja, eigentlich ist die Folge durch, aber ich würde fast sagen, das nehmen wir einfach noch mit. Alter, ist ja mega doof.
Wieso macht man denn da keine Kiste hin? Das ist doch voll umständlich, da jetzt nochmal wieder... Eben war es noch das beste Spiel der Welt. Und jetzt ist es nicht zu Ende gedacht. Oh Gott, ich muss hier jeden Scheiß nochmal machen. Oh ja, mach. Hier unten auch keine Kiste, ne? Hier war nur mal eine Karte oder irgendwas. Okay, dann ist die nächste Kiste oben in der Residenz, richtig? Ist da eine Kiste? Ich glaube ja. Das ist ein, was auch keiner sagt. Ja, hast du die Ausweise? Ja, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Doch, hier ist eine Kiste. Irgendwie wäre es witzig, wenn sie nach einer Zeit irgendwie genervt sprechen würde. So nach dem Motto, hallo, die Selbstzerstörung ist aktiviert und so. Seht doch mal zu, dass ihr da jetzt rauskommt. Sollte ich speichern? Komm, ich speichere noch. Und ich beende die Folge an dieser Stelle. Sorry, aber dann ist das jetzt so. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn du magst. Mal gucken, wo wir dann landen werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal wieder. Schon und macht's gut. Ciao.